los, die neue Fahrt beginnt. Ein Abenteuer, auch diesmal ganz bestimmt. Wir sind dann mal eben weg von zu Haus. Gemütlich reisen mit unserem Schneckenhaus. Unsere Reise beginnt, zurück in Malaga, mal eben ganz geschwind. In Andalusien dem Winter entfliehen, Sonne, Meer und die Orangenblüte sehen. Ja, hallo aus Malaga. Wir sind zurück an unserem Schneckenhäusler. Pünktlich heute Morgen um 9.05 Uhr sind wir in Malaga gelandet. Abflug Nürnberg, 6.05 Uhr. Und hier hat unser Wohnmobil fast 2 Monate gestanden. Ja, hier gleich das Bürogebäude. Und links eine Entsorgungsstelle. Ja, das ist hier ein großes Gelände, gesichert und richtig professionell betrieben, das Ganze. Sauber, alles schön betonierte Flächen hier. Und es sind viele, viele Wohnmobile abgestellt. Überwiegend Spanier, die hier in den Hallen ihre Wohnmobile im Winter abgestellt haben, aber man hat eben auch die Möglichkeit hier für einige Zeit, Monat, 2 Monate oder auch wochenweise, sein Fahrzeug abzustellen, wenn man mal in die Heimat fliegen will. Wir haben das eben jetzt so genutzt und waren total zufrieden. Heute zurückgekommen zu unserem Schneckenhäusler, ein sauberer Platz, wie man sieht, und ja, dem Schneckenhäusler ist nichts passiert. Das ist ja mal das Wichtigste, ne? Die Anita freut sich auch. Die räumt ja schon ein bisschen rum da drin. Weil es wieder weitergeht, ne? Genau. Wir sind natürlich ein bisschen müde, weil das war jetzt auch ein besonderes Highlight mit dem Fluch A, der Bahnstreik. Wir haben ja die Möglichkeit von unserem Wohnort mit der S-Bahn nach Nürnberg zum Flughafen zu fahren, also S- und U-Bahn. Haben aber nicht bedacht dabei, dass die U-Bahnen erst ab 5 Uhr morgens Richtung Flughafen fahren oder 4:30 und es war uns dann doch ein bisschen knapp. So sind wir schon um 12:30 am Flughafen gewesen und haben uns dann einige Stunden natürlich da am Flughafen rumgedrückt. Dementsprechend müde sind wir jetzt ein bisschen, aber mit der Vorfreude. 5 Stunden schlafen heute. Genau, aber mit der Vorfreude auf die kommende Zeit hier. Wir haben ja Zeit, wir können ja schlafen, wann wir wollen. Genau. Das ist ja das Gute. Ja. Naja, also eine Empfehlung hier, wirklich von uns. Wir wollten das vorher auch nicht bekannt geben, weil wir natürlich erstmal abwarten wollten, wie es dann tatsächlich ist. Es gibt auch Gas, haben wir gesehen. Und wie gesagt, hilfsbereite Betreiber. So, jetzt sind wir abfahrbereit hier von unserem Stellplatz. Da an der Ecke kriegt man auch Wasser. Und jetzt wollen wir mal reinschauen, noch mal kurz zum Chef und Tschüss sagen. Aha, da ist der Chef. Ja. Francisco. Ja, Francisco. Und hello. Bei ihm wird weitergeholfen. Und jetzt hat er uns auch noch. Ciao, Francisco. Wir sehen uns. Auch reparaturmäßig, ne? Ja, also er sagt, also alles, was am Wohnmobil zu reparieren ist, machen die hier tatsächlich. Elektrik und auch innen, außen. Und wer zum Entsorgen her will, der kann also für 5 Euro grau. Die Toilette? Genau, also grau geworden. Also Schwarzwasser und für 5 Euro das andere und Wasser bunkern. Aber
komplett, wenn man alles will, 10 Euro. Genau. Dann hat man das Komplettpaket. Genau, für 10 Euro kann man herfahren und Frischwasser tanken und alles eben entleeren. Alles entleeren. So ist es. Ja, und Gas habe ich schon erwähnt. Und dann geht es jetzt wirklich weiter, damit wir noch unseren Stellplatz kriegen. Auf dem Weg nach Ronda geht's in die Berge rein ein bisschen, ins Gebirge. Ronda ja. Liegt ja auch an einer Schlucht. Und ja, das ist hier ein sehr zerklüftetes Gelände. Schön, ne? Es ist halt heute leider wegen bewölkt. So richtig klar, ja, ein bisschen müde sind wir auch noch, ne? Heute frisch angekommen. Aber es ist ja nicht weit, die paar Kilometer können wir heute fahren. Genau. Und morgen werden wir uns die Stadt anschauen, ne? Ja, schauen wir das an. Da, wie die da aneinander geklebt sind, die Häuser. Boah. Alle auf einem Fleck, weil da so schluchtig ist. Kurvenreiche Strecke hier, rein in die Berge, aber gute Straße, gut ja. Zu fahren. Gemütlich dahin fahren. Man sieht viel. Es muss nicht immer die Küste sein. Ne? Und auch nicht immer die Autobahn. Und das Meer, sondern Landschaft hat man hier im bisschen Hinterland schon. Hm. So, wir sind in Ronda. Ja. So wie es ausschaut, müssen wir da. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Sie hat es gesagt. Zur Assistentin hat es gesagt. Die Ausfahrt zu nehmen. Die dritte. Ja. Ist da ein Stück weiter rüber gegangen? Ja. Nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Die lässt mich jetzt noch nicht raus, diese Affen. Sind ja wirklich vieles. Wir fahren jetzt Richtung Algeciras auf den Campingplatz El Sur. El Sur, ne? Es ist ein Stellplatz, auch daneben gehört zum Campingplatz. Also man kann auswählen, entweder auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz. Genau. Und der Unterschied ist, wissen wir noch nicht. Aber das werden wir feststellen und euch dann mitteilen. Ne? Genau. Ja. Na, da vorne ist ja beschildert schon. Da ist schon ein Hinweis. Dann hoffen wir mal, dass was frei ist. Angerufen haben wir nicht, ne? Ja, ist ja zu dieser Jahreszeit gar nicht so einfach, glaube ich. Aber vielleicht im Inland ja schon, die meisten sind doch am Meer, ne? Und dann bleiben die Leute auch nicht so. Schauen wir mal, da ist er. Naja, aber ist gut besucht, ja? Ja. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Na gut, dann schauen wir mal und fragen wir mal. Bleiben wir da rechts einmal stehen, genau, weil da müssen wir erst wissen. Hier die Einfahrt zum Camping El Sur. Da unten ist der zum Campingplatz gehörende Stellplatz. Den haben wir uns auch angeschaut. Aber da waren die Plätze mit Anhänger ja, ein bisschen schwierig zum Anfahren und nicht ganz so in der Länge, wie wir es uns vorgestellt haben. Darum haben wir eben hier den eigentlichen Campingplatz, der ein bisschen teurer ist. Ich glaube, wir zahlen jetzt um die 24, 25 Euro. Wir haben keinen Strom genommen, kostet, meine ich, 5 Euro am Tag. Das Restaurant macht erst im Anfang Februar wieder auf, also die nächsten Tage. Und hier gleich links die Rezeption und hier mit Key, mit Schlüssel, die Einfahrt. Man bekommt den, wenn man angemeldet ist hier an der Rezeption. Es gibt Brot und ein paar kleine Sachen im Markt. An der Rezeption wird Deutsch gesprochen und ja, da geht's rein. Ja.
Fußläufig kommt man her durch die kleine Türe. Und nun gibt es hier schon mal links und rechts die Straße hoch, große, lange Stellplätze. Und hier hinten war ich noch gar nicht, da gehen wir jetzt erstmal hinter. Marzellen 53 bis 77. Ja. Und weiter. Spielplatz und schöne Bungalows. Auch hier unten. Alles noch zum Campingplatz gehörend, ein Pool im Sommer sichtlich richtig schön hier mit dem Blick auf Ronda. Dann Entsorgung und hier Geschirr spülen und Wäsche waschen. Warmes Wasser für die Geschirrspülanschlüsse. Schön heiß. Und hier geht's rein in die Toilette. So schöne sanitäre Anlagen. Warme Duschen. Was braucht man mehr? Ein bisschen terrassenförmig angelegt, das Ganze. Jetzt wieder runter. In der Straße stehen wir. Da unten spitzt schon unser Anhänger raus. Wir haben uns so in voller Länge angehängt stehen können. Schönes Plätzchen. Willkommen. In Ronda. Wir sind in Ronda. Genau. Ja, nachdem wir ja gestern gestartet sind zum zweiten Teil unserer Reise. Unser erstes Ziel gleich mal hier in Ronda. Und ja, das wohl meist fotografierte und gefilmte Bauwerk hier. Diese berühmte Brücke, die die beiden Ortsteile verbindet. Ja, Ronda ist da sehr auf Felsen gebaut überall und es geht halt ein Tal durch und da gibt es zwei Brücken da unten, schau die kleinere und da die große. Und damit verbindet man die Häuser, die da wirklich richtig auf Felsen obendrauf stehen. Super Aussicht, ne? Ein Wahnsinn. Von hier oben darunter zu gucken. Ist das eine gigantische Aussicht hier runter?
der Blick in die Tiefe. Nur ein Stück davor zu machen. Die andere Seite von der Brücke. Und auch hier der Blick in die Tiefe. Die Brücke verbindet die beiden Ortsteile, Stadtteile von Ronda. Schau einen Blick auf die alte historische Steinbrücke, wobei die andere natürlich auch historisch ist. Jetzt sind wir auf der gegenüberliegenden Seite mit für mich jetzt dem schönsten Blick auf die Brücke. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt gehen wir mal was essen. Genau. Heute sind wir erstmal hier am alten Stadttor von Ronda und wollen da mal so den Bereich anschauen. Ja, da geht es erstmal durch schöne alte enge Gassen. So, jetzt sind wir hier an dieser alten Kirche. Mal schauen, wie die heißt. Ja, da ist der Santa Claus zu Hause. Sitzt aber gerade nicht da. Zur Krippe herkommet, Bethlehems Stall. So oder so ähnlich könnte es damals in Bethlehem ausgesehen haben. Voll aufgebaut. Ja. Und auch hier geht's mal wieder auf einen Turm. Da geht's rauf. Da muss man beim Runtergehen auch aufpassen, dass man da nicht runterstürzt. Ja, jetzt sind wir in einen der Glockentürme angekommen. Hoffentlich fangen die jetzt nicht das Bimmeln an, weil das ist bestimmt ganz schön laut, wenn man da drunter steht. Ja. Hinter Gittern gucken wir hier runter. Genau da drüben steht unsere Vespa. Vespa. Grüße an den Jürgen. Auch mal hier einen Blick nach draußen ohne Gitter. Tolle Landschaft hier rund um Ronda. Auch hier nochmal der unvergitterte Blick über die Dächer und in die Berge.
Das sieht auch toll aus hier. Ich will ja mit den Orangen fahren. Das ist also die Kathedrale von Ronda. So wie ich vermute. Eintritt 4,50. Ja, auch ein tolles Bild hier auf die Kathedrale. Plaza del Toro. Ja. Die Stierkampfarena. Genau. Plaza del Toros. So, da geht's rein in die Stierkampfarena. Inmitten einer Stierkampfarena. Ja, wir haben lange überlegt, aber einmal haben wir gesagt, müssen wir doch mal innen rein, obwohl wir Stierkämpfe nicht mögen. Genau, aber das ist ja eine der ältesten in Spanien. Hier der Ursprung des modernen Stierkampfs. Ich habe vor 50 Jahren fast... Eine denkmalgeschützte Stierkampfarena und gilt als eine der ältesten und schönsten in ganz Spanien. Ja. 1785 wurde sie eingeweiht mit einem Stierkampf. Ja. Unserem berühmten Torero. Und ich habe in Barcelona vor 50 Jahren mal einen Stierkampf gesehen und würde mir sowas nie mehr antun. In Schutzwellen haben sie sich dann zurückgezogen, wenn der Stier ihnen zu nahe gekommen ist und sie dann wirklich Schutz gebraucht. Gerade noch oben im Turm. Und da müssen irgendwo diese arabischen Bäder sein. So, jetzt sind wir da am arabischen Bad. Das ist natürlich schon wieder mit Eintritt. Ja, das haben wir gestern drüber, über diese Steinbrücke. Und hier kann man ein bisschen reingucken zu den Bädern. Eintritt 4,50, für Rentner 3 Euro. Guten Morgen. Guten Morgen. Es geht weiter Richtung Caminito del Rey. Dieser berühmte Wanderweg durch eine Schlucht. Ja, wir sind wieder mal unterwegs, einfach mal eben weg, machen uns auf den Weg, zeigen euch, wie's uns geht.